Servus Leute, willkommen zurück zu Prince of Persia Warrior Within. Beim letzten Mal waren wir hier draußen ein bisschen an der frischen Luft und wollen jetzt wieder zurück in die Gärten gehen, weil sich da was getan hat. Und ich bin gespannt, was sich da jetzt getan hat. Also man hat es gesehen, was da eventuell passiert ist. Und dem möchte ich auf den Grund gehen. Schauen wir mal, da wollte ich lang. Immer noch da. Doofer Gegner, hau ab. Hier mit. In dieser was? Dass die Zweitwaffen so schnell geschwächt werden. Na gut, immerhin kann er zwei Waffen mit sich führen. Das ist ja auch schon mal was. So. Gut, dann klettert er ihm so rüber. Nein! Das war ein Versehen. Genau, so wollte ich. Das war doof, Moment. Vielleicht. Wenn ich mich von der Stange da runterfallen lasse, dann bin ich doch auch tot, oder nicht? Ah, vielleicht so. Ah. Ich weiß gar nicht, warum der sich da in den Vorhang reinritzt, weil das hat keinen Effekt. Das meine ich ernst, das hat keinen Effekt. Oh, brave. Flüstest du mit den Raben oder was ist los? So, nee, da hinten ist auch einer. Der Rabe ist weg. Hau ab! Ach, schade, ich hätte auf den Raben auch treffen zu können. War es das oder noch einer? Ah, jetzt kann ich das irgendwohin verstellen. Ich frage mich nur, was passiert. Nichts. Na gut, vielleicht muss ich der zweite auch noch drehen. Das heißt, es sind mehrere. Vielleicht sind auf der anderen Seite auch noch. Ah, da sehe ich es, da sehe ich es, das Wasser. Moment, zack. Ich habe es verstanden. Das heißt, das hat gar nichts mit der Statue hier in der Mitte zu tun, wie ich erst dachte. So, dann drehen wir das. So, das heißt, das muss ich jetzt nach rechts. Ja, das Wasser wird jetzt zur Statue geleitet. Genau. Ja! Denkmuskel activated. Es geht voran in diesem Spiel, das gefällt mir. Zwar ist dieses Spiel nicht so mega geil, aber bisher ist es auch nicht wirklich scheiße. Ich sehe da oben nämlich schon was. Das heißt, da hoch und jetzt rüberspringen, oder? Rabe! Piss dich! Noch einer? Ja. Hau ab. Keine Ahnung, warum mich Vögel angreifen. Ah, wieder. Moment, das hier war jetzt die. Vergangenheit? Ja, das muss die Vergangenheit gewesen sein. Weil hier alles frisch ist und in der Gegenwart ist alles verfallen.
Das heißt, wir reisen jetzt wieder in die Gegenwart. Wahrscheinlich sehen die Gärten und Statuen und so weiter jetzt nicht mehr so gut aus. Und diese Wasserwege gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber Moment, das heißt, dass mich wieder dieser Dahaka oder wie das Vieh heißt, verfolgen kann. Nirgendwo ist Wasser, was mir hilft. Erstmal muss ich die Dinge aktivieren. Okay, das war schon mal das Falsche. Das war auch falsch. Das auch. Natürlich ist das Letzte, was ich hier nehme, das Richtige. So, falsch. Okay, reset that. Dann nehme ich jetzt das da. Okay, das war richtig. Dann das. Das war auch richtig. Und das Letzte ist das. Jetzt ist das Portal aktiviert und jetzt kann ich in die Gegenwart reisen. Ich bin Super Saiyajin. Und ich kann Wurzeln wachsen lassen mit Übergeschwindigkeit. Hauch des Schicksals. Mit dieser Macht könnt ihr eine starke Bodenattacke ausführen und mehrere Gegner gleichzeitig treffen. Nutzt diese Macht, wenn der Prinz von Gegnern umringt ist. Während des Blockens mit R3 ziehen L1, um den auch des Schicksals loszulassen. Was meinen die mit ziehen? So, das heißt, die ganzen Techniken, die ich nachgeguckt habe, lernen wir alle noch. Okay. Ach, falsch. Ich müsste dafür erstmal Gegner vor mir haben, blocken zu können. Finde ich zwar ein bisschen doof, dass man die Techniken nicht einfach so einsetzen kann, aber naja. Vielleicht sollte ich nicht immer diesen Spielstand nehmen, weil PC und so. Na, schauen wir mal. Jetzt kommt bestimmt gleich wieder der Dahaka und will mir aufs Gesicht zimmern. So. Wie war das? L1 tippen. Oh. Wow. Das war geil irgendwie. Flucht ist eure letzte Hoffnung. Das war doof. Boah, meine Moves. Nein! Ihr wagt es, mich zu zweit anzugreifen, ihr Loser. Aber wahrscheinlich greift er mich ja zu zweit deswegen an, weil ihr Loser seid. Siehst du? Ich weiß, das hat gar nichts damit zu tun, aber trotzdem. So, meine Waffe ist hinüber, also schmeiße ich sie das nächste Mal auf den Gegner. Sieht alles noch verwucherter aus. Das war zu weit. Aber das sah so aus, als ob ich richtig stehe. Diese Gegner hier sehen übrigens anders aus als die anderen. Aha! Da hast du ein Messer im Rücken bekommen. Au! Und weggeworfen. Eigentlich wollte ich den anderen killen. Wie ging das mit dem menschlichen Schild nochmal? Hau ab! Was Mensch? Heißt das, ihr seid keine Menschen? So, so, der eine ist weg. Ich kann mega Moves. Und Moves, die nichts bringen. Nein! Ihr seid aber garantiert keine Menschen, ihr komischen Viecher. Oh.
Booms! Ja, ich weiß, ich habe die Waffe schon wieder weggeworfen. Aber ich will den da einsetzen. Und das kann ich nur, wenn ich keine zweite Waffe trage, anscheinend. Was, du lebst noch? Wupp. Gewinnen? Ja, ich weiß, das werde ich. Gib mir deine Waffe. Ah, jetzt bin ich in diesen verwucherten Gärten. Also, jetzt noch verwucherter als sonst. Es scheint, als habe die Vegetation diesen Teil des Turms für sich erobert. Er ist völlig überwuchert. Das sehe ich auch. Aber das Wasser scheint es offensichtlich noch zu geben. Ah! Habe ich die Waffe gerade ins Gesicht geworfen? Geil. Wo? Verstärkung, wolltest du sagen? Ja, auf die Treppen. Das tut weh, nicht wahr? Ich rieche eure Angst. Booms. Geköpft. Das sieht ja schon brutal aus, teilweise. Noch eine Waffe zum Werfen. Ich frag mich. Oh. Gut, dann riskiere ich sie lieber nicht, weil ich wollte jetzt eigentlich. Ne, die Leiter ist offensichtlich nicht mehr da. Oh, warum läuft das Wasser hier noch? Wahrscheinlich wegen irgendwelchen unterirdischen Quellen. Ist kaputt. Ah. Oder auch nicht. Aber das hier sieht so verdächtig aus. Vielleicht kann ich von da hinten darüber springen. Hoch da. Ja. Ja, kann ich, aber was bringt's mir? Nichts. Normalerweise ist da ja irgendwo die Leiter, aber... Ah! Hier ist eine Leiter. Die so verwuchert ist, dass ich sie nicht benutzen kann. So, ne, es ist eine Säule. Was mache ich jetzt? Hier war ja eine Leiter. Eine Leiter kann doch nicht einfach verwesen. Ich meine, verwesen sowieso nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Das bringt gar nichts. Vielleicht muss ich jetzt noch mal nach außen. Hier ist auch wieder alles kaputt. Dieses Wasser existiert noch. Ah! Okay. Bin ich schon mal hier? Wahrscheinlich kann ich auf die Statue darauf. Das muss doch für irgendwas gut sein.
Damit ich da hochkomme. Stimmt. Ich kann nur diesen kleinen Weg hier entlang gehen. Vielleicht kann ich mich irgendwo an Ästen krallen. So wie den zum Beispiel. Ich meine, so ein begabter Prinz, der kann doch bestimmt auch auf Bäume klettern. Dieser Ast da oben, der da, der sieht mir so verdächtig aus. Was muss ich jetzt tun? Die Wege sind für mich leider nicht immer so ersichtlich. Ich meine, ich muss garantiert da hinten rauf. Ein anderer Weg wird eigentlich keinen Sinn ergeben, aber andererseits, wohin sollte ich dann können? Ich meine, ich kann da hoch, noch weiter nach oben kann ich nicht. Oder Moment, vielleicht ist das der Rückweg, weil da ja so ein Vorhang ist. Dann da oben quasi zum Vorhang springen, sich runterrutschen und dann da. Das wird Sinn ergeben, wenn das da oben der Rückweg wäre. Muss ich erstmal da hinkommen, irgendwie. Hier ist nirgendwo ein Durchgang, oder? Offensichtlich nicht. Da rausklettern kann ich auch nicht, auch wenn es so aussieht, als ob. Ja, das hätte ich fast vermutet. Da unten ist auch nichts, oder? Nö. Moment mal. Stimmt ja, das ging ja auch noch. Stimmt ja, überall wo Wasser ist, kann man auch trinken. Ich muss nicht extra einen Brunnen trinken. Ah, das hatte ich vollkommen vergessen. Gut, dass ich es jetzt doch ausprobiert habe. Vielleicht hier noch irgendwo. Hier zum Beispiel hoch. Hoch, sagte ich. Genau, dann hier hoch. Ob sich das ausgeht, einfach so. Moment mal. Walljump eventuell. Ja. Okay. Bin ich hier? Was bringt mir das? Ich sehe nichts, weil alles so verwuchert ist. Ah, da vorne. Gut. Wieder? Sieht so aus. Gut. Links oder rechts? Was ist links? Gar nichts. Dann gehe ich rechts lang. Gut, dann ebenso. So geht's, glaube ich, hier schneller. Ah! So komme ich hoch, weil es die Leiter nicht mehr gibt.
Hast du ein Problem? Boah, mein Knüppel. Bums. Knüppel ist richtig gut. Sieht aus, als ob ich mich da hochhangeln könnte. Moment. Ah, gut, gut, gut. Ich hatte das zwar ein bisschen anders vor, aber das geht auch. Aha, zwei von euch, natürlich. Der andere! Ja. Achso, so Geister sind hier auch. So Geisterfrauen oder was auch immer ihr seid. Ja! Nein! Boah! Schön, dass manchmal automatisch die Zeitlupe angeht. Da! Das war ungeplant und ungewollt und unvorteilhaft. Oh, das hier aber umso vorteilhafter. Ich will den Knüppel. Weg damit. Ach, dann nehme ich. Jetzt bin ich hier. Ich könnte theoretisch da hinten hinrennen. Was sich auch ganz knapp ausging. Ich weiß, ich überziehe gerade ein bisschen, aber da kein Speicherpunkt in der Nähe ist, muss ich überziehen. Und bin ich hier? Ich könnte da hinten hin. Aber wozu bin ich dann hier in dieser Ecke? Kann ich nach oben? Nein, kann ich nicht. Wozu ist das da? Ah, Moment. Gut. Wow. Fast balancieren. Gut, dann darüber jumpen. Und erstmal in ein Loch fallen. Oder Moment. Ah, das ist viel besser. Muss ich nicht so riskante Sprünge machen. Gut, dann da hoch. Ja. Egal, ich mach's so. Er scheint mehr Kraft in den Armen als in den Beinen zu haben. So, und hier raus. Ja! Die Kamera ist dumm manchmal. Kann ich da landen? Ja, kann ich. Das ist so verwuchert, dass ich es nicht gesehen habe. Achso, da ist ein Loch! War letztes Mal noch Boden. Oh, jetzt ist es sicher gar nichts wegen dem Sonnenschein da. Geht das? Ja, es geht. Ich überziehe gerade volle Kanne. Aber was soll's. Ansonsten sind die Prince of Persia Parts immer relativ kurz, deswegen schadet es nicht, wenn ein Part jetzt ein bisschen länger ist. Weil die meisten Parts sind ziemlich kurz davon, aber hin und wieder gibt es auch längere Parts, wenn ich zum Beispiel nicht speichern kann. Sondern darüber! Oh, ganz knapp. Jetzt wahrscheinlich nach oben hier. Dann da. Dann da.
Dann da. Und darüber. Und da ist was zum Trinken. Perfekt. Und auch was zum Speichern. Noch perfekter. Gut, dann würde ich sagen, das war Prince of Persia, Warrior Within. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.